So, das habe ich geschafft. Ja? Oh. Ihr habt offenbar alle gestohlene Waren der Karawane gefunden. Das ist ein großer Sieg. Hätte ich einen Trupp aus unseren Waren damit beauftragt, hätten wir wahrscheinlich nicht so großen Erfolg gehabt. Dann würde bestimmt etwas fehlen. Oha, hat sie gerade ihre eigenen Waren des Diebstahls bezichtigt? Oder dass sie nicht fähig sind, alles zurückzubringen? Ich will den Bewohnern des Außenpostens damit nicht an den Karren fahren, aber sie sind einfach nicht vorsichtig genug. Ihr habt euch wahrlich eine Belohnung verdient. Ja! Seid gegrüßt. Oh, das klingt gut. Ihr habt alles Nötige getan, seid gelobt und vielen Dank für eure Hilfe. Der Tod des Zauberers war erforderlich, um das Leben der Bewohner des Außenpostens zu schützen. Ihr habt ja eure Belohnung. Danke. Was benötigt ihr? Oh, Handwerksmaterialien. Welche Stufe brauchtest du nochmal? Herr Arturo. Meine Liebe, vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Anderswo im Kap werdet ihr noch andere vorfinden, die eure Hilfe und Fähigkeiten gut gebrauchen können. Solltet ihr dazu bereit sein, zahle ich euch die Reise nach Rattakap, einer Festung im Süden. Die Zeit mir die Reise? Aha. In der ihr dem Volk von Umber weitere Unterstützung zukommen lassen könnt. Einverstanden? Ich mochte euch von Anfang an, aber ihr solltet trotzdem erst einmal zum Stallmeister, wenn ihr nach Rattakap reisen wollt. Die hiesigen Bewohner werden eure Taten nicht vergessen und vor allem, ich werde an euch denken und ein gutes Wort für euch bei meinem Herrn einlegen. An einem Ort wie Umber kann man Freunde gut gebrauchen und in hohen oder niedrigen Positionen. Ihr seid auf gutem Weg, beide für euch zu gewinnen. Ich wünsche euch eine gute Reise. Danke. Was wollt ihr? Sie nimmt die Nachricht entgegen. Was ist das? Als sie das Pergament betrachtet, schneidet sie mit der Zunge. Interessant. Diese Chiffre kenne ich nicht. Gut, dass ihr mir sie gebracht habt. Ich werde der Sache nachgehen. Vielen Dank für eure Anstrengungen. Abgeschlossen. Interessant. Einfach, es geht nicht wirklich weiter mit dieser Quest, aber ja. Also hier alle Quests fertig. Jetzt nach Rakatap. Oh Gott, war dein Name. Ach. Mögen die Winde euch halt sein. Danke. Was ihr für die Bewohner von Jaxvanal getan habt, wird nicht vergessen werden. Wir lernen noch, was Freiheit bedeutet und was es heißt, wieder frische Luft zu atmen. Mir ist bewusst, dass manche von uns geradezu euphorisch wirken. Vielleicht sind wir das. Der Schatten, der uns so lange über diesem Land lag, ist Geschichte und ein neuer Tag ist angebrochen. Sie lächelt. Und anscheinend können selbst Fremdlinge zu Verbündeten werden. Ich wünsche euch eine gute Reise. Sprecht mit dem Aufseher, wenn ihr in Rattakap eintrefft. Er weiß bereits, dass ihr kommt, um zu helfen. Umba ist endlich eine freie Stadt. Ja, ich finde es schön, dass mir die Reise bezahlt wird. Also eine Schnellreise kostet 144 Silber. Bekommen habe ich 20 für die Aufgabe, wo das drin stand. Oder eine Mitri-Münze, wenn ich direkt hinporte. Also wird mir gar nichts bezahlt. Ich muss es ja so selber finden und hinreisen. Ah, die hat gelogen. Gut. Ich reise mal. Mann. Oh, here we go. Entdeckt. Mögen die Winde euch hold sein. Dankeschön. Und jetzt treffen wir auf die tödliche Tänzerin? Blutige Tänzerin? Eine Menschenmenge hat sich um jemanden versammelt, der am Boden liegt. Na, sie? Alles klar bei Ihnen? Mord! Ein Mord!
denn nirgendwo mehr sicher? Die Frau löst den Blick von der Leiche auf dem Boden und scheint euch erst jetzt zu bemerken. Der arme Mann wurde umgebracht auf offener Straße. Ich konnte den Mann, der ihn erstochen hat, nicht gut sehen. Er war groß, das ist mir aufgefallen. Und er hat einen Bart, einen großen, dunklen Bart. Ich glaube, das war einer der Korsaren, die im Nordosten an der Küste ihr Lager haben. Er muss mit bösen Absichten nach Rattakap gekommen sein, bereit zu töten. Hat noch jemand den Mann gesehen? Oh, ist alles so schrecklich. Schauspielerin. A tall man with a dark beard? I cannot say I saw him. Ein großer Mann mit einem dunklen Bart? Nein, so jemanden habe ich hier nicht gesehen. Aber der Mann hier ist nur seinen Erledigungen nachgegangen und ich habe ihn schreien gehört, als er zu Boden fiel. Er stammte nicht aus Rattakap, das stimmt. Aber er war schon ein oder zwei Tage hier. Ich glaube, ich habe ihn gestern mit ihm gesprochen. Aber ich erinnere mich nicht mehr, was er wissen wollte. Ich glaube, wir haben über die Ereignisse der letzten Zeit geredet und darüber, wie die Verwandten der Münzen mit den Kriegern Ordak umspringen. Die unser Land nicht verlassen wollen. Aber der Mörder war keiner der Ordak. Und jetzt ist er tot. Seit die Ordak aus Umba vertrieben wurden, sollte es eigentlich nicht mehr passieren. Die Verwandten haben uns Frieden versprochen und das Versprechen haben sie größtenteils auch eingelöst. Na, wer weiß. Wer weiß. Moment, wie viel... Oh, die Liste ist gleich zu Ende. Okay. Dann mache ich mal ganz kurz... da drauf... Da drauf. Okay, die Liste geht 7 Stunden. Das sollte reichen. Die Songs, die ist lang. Alles klar. Wir untersuchen mal die Leiche des älteren Mannes. Bevor ihr etwas herausfinden könnt, weisen euch die Wachen an, zurückzutreten. You there! Stay back! Was? Bleibt zurück. Nein, nein, ich verdächtige euch nicht mit dieser Sache, denn ich habe gesehen, dass ihr erst unlängst gekommen seid. Aber es könnte sein, dass der Mörder Helfer hatte, also macht besser keine Schwierigkeiten. Die Wachen von Rattakap behalten euch im Auge. Ihr habt gehört, dass ein Korsar der Täter sein könnte? Ein großer Mann mit dunklem Bart? Och, das überrascht mich nicht. Auch nach dem Aufstieg der Verwandten der Münzen Umba Bahebel weigern sich viele der Korsaren, die neue Ordnung anzuerkennen und einen Eid des Friedens und der Treue zu schwören. Einige von ihnen haben im Nordosten entlang der Küste ihr Lager aufgeschlagen. Manchmal kommen sie nach Rattakap, um den Arbeitern Ärger zu machen. Ob einer von ihnen der Mann, den man getötet hat? Ich halte das für ziemlich wahrscheinlich. So, Dax. Irgendwas stimmt hier nicht. Wäre mein Bruder hier, würde er sagen, es ist das Recht eines jeden Korsaren zu tun, was er will. Und dass wir uns keine weiteren Gedanken um diese Sache machen sollen. Der Satz ist aber auch, ich habe ihn anders vorgelesen, er sagt eigentlich, es ist das Recht eines jeden Korsaren ist zu tun, was er will. Ist? Aber, naja, irgendwas an der Situation kommt mir hier sehr eigenartig vor. Vielleicht bin ich einfach kein so mutiger Korsar wie mein Bruder. Nun, das Lager der Korsaren im Nordosten liegt auf unserem Weg. Vielleicht sollten wir den Leuten hier helfen, indem wir die Reihen ihrer Korsaren etwas lichten. Und wenn wir zurück sind, haben sie den Mörder hoffentlich gefasst. Was haltet ihr denn von dieser Idee? Ja, machen wir einfach mal random ein paar Korsaren kaputt. Ich finde es gut. Ja, finde ich gut. Da gehen wir aufs Pferd. Es ist ja doch ein Stück da hoch. Ups. Da ist mein Zwerg. Den habe ich gerade vermisst. Ja. Hier ist diese Questreihe, die ich gerade meinte mit dem Zwerg. Okay. Nun gut. Was benötigt ihr?
Seid gegrüßt. Mir wurde gesagt, dass ihr kommen würdet. Ihr habt euch bei einigen Arbeitern bereits einen Ruf als Volksheld verschafft. Volksheld? Ach. Was ihr für die Bewohner von Jaxvana getan habt, klingt auch in den steinenden Hallen hier nach. Willkommen in Rakatap. Wir hoffen, dass eure Gutherzigkeit und Großzügigkeit auch in unseren kleinen, aber emsigen Festung kein Abbruch getan wird. Ja? Ganz vielen Leuten sollen wir jetzt helfen. Ihr seid neu hier und ein willkommener Anblick. Ich werde euch ein wenig über unsere Festung erzählen und dann möchte ich euch um Hilfe bei einigen Problemen bitten, die unsere Arbeiter betreffen. Wir sind frei, das stimmt. Es gibt keine Peitschen mehr, die uns antreiben, aber die Arbeiter sind noch immer müde und hungrig. Verletzungen und Schlimmeres sind an der Tagesordnung. Das sind natürlich nur Rückschläge und wir sind noch immer ein Land, das neu geboren wurde. Ich koordiniere die Festung, die Arbeiten für die Aufseherin. Die anderen Vorarbeiter hier haben bestimmte Quoten zu erfüllen, was ihnen aber nicht gelingt. Sie heißen Danko, Beliash, Karisha, Huso und Dapis. Bitte sprecht erst mit ihnen und dann mit der Aufseherin über den Zeitplan. Erst mit den Arbeitern, dann mit der Aufseher, okay? Karisha. Karisha. Gott, krieg das hin. Willkommen in Ratakap. Ich könnte bei einigen Aufgaben Hilfe gebrauchen. Zum Betrieb dieser großen Schmieden benötigen wir gewaltige Mengen an Ziegenfett und unsere Bestände sind schon seit Wochen gefährlich knapp. Ohne das Fett können wir die Essen nicht anfachen und nichts anfertigen. Würdet ihr uns helfen? In den Hügeln im Norden und Osten gibt es viele Ziegen. Bringt mir so viel Fett und von ihnen wie möglich. Ihr werdet natürlich dafür entlohnt und ich wäre euch sehr dankbar. Sehr dankbar. Okay. Huso. Könnt ihr einen Moment erübrigen? Der Vorarbeiter hat mir ausrichten lassen, dass ihr in Jaxvana geholfen habt. Vielen Dank dafür. Wenn ihr nichts dagegen habt, könntet ihr uns bei einer weiteren Sache helfen. Eine der Steinstützen ist gestern Nacht zusammengebrochen. Zwei meiner besten Arbeiter sind dabei ums Leben gekommen. Die Strukturen sind zwar alt und brüchig, aber wir können unsere Arbeiten nicht ruhen lassen, um sie zu reparieren, sonst kürzt uns die Aufseherin unsere Ration noch weiter. Würdet ihr die anderen Stützen der Wänden und bei den Torbögen auch Schäden überprüfen und geborstene Stützen verstärken? Unser Dank wäre euch gewiss. Oh, war hier dann nicht schon was zu tun? Nein. Stützen, das war hier schon zu tun. Ich dachte auch mit den Schmieden, aber das kommt dann erst noch. Achso, Handwerksressource. Gelehrter. Ich bin gerade da, glaube ich. Tapis, hi. Mögen die Winde euch halt sein. Ach, das war das mit den Schmieden. Ja, genau, die brauche ich. Unsere Schmieden laufen schon fast wieder auf Hochtouren. Die Feuer sind ein Licht für Umba und man kann sie vielleicht sogar im weit entfernten Umba bei Hebel sehen. Könnt ihr uns helfen, die Aufgabe zu erledigen und die Schmieden wieder in vollen Betrieb zu bringen? Schmieden findet ihr überall im Außenposten Ratakap. Okay. Da war nur das. Nein, ich will das da anklicken. Ich habe doch keinen Beruf. Kann doch nichts machen. Da war und der Flaschen zu. Genau, beschlagnahmtes. Ma. Nee.
den Blasebalg? Den muss ich auch noch reparieren. Und den Flaschenzug hinter mir. Oh, das dauert. Okay, jetzt hier. Uff. Es geht ganz schnell. Da tausche ich wahrscheinlich einfach nur ein Seil aus und fertig ist es. Bei dem Blasebalg muss ich wahrscheinlich die ganze Armatur und das ganze Teil an sich tauschen. Erstmal noch das Leder gerben und den Rahmen bauen und alles, dass dann wieder ein Blasebalg entsteht. Der geht ja auch schnell. Hier hinten war doch... Da ist doch was gewesen, oder? Nee, auf der anderen Seite. Arg! Achso, apropos, andere Seite. Ich binde mich hier mal. Ja. Gute Idee. So, hier hinter war noch eine Schmiede. Bin verwirrt. Hier war auf jeden Fall eine. Tanko! Welche Neuigkeiten bringt die Flut? Unsere Arbeiter sind verletzt. Unsere Arbeiter verletzen sich ständig. Ob das daran liegt, dass sie überarbeitet sind? Oder an den Gefahren der Wildnis? Die Sachlage ist noch unklar. Meine Aufgabe ist es, die Feuer am Brennen zu halten, aber bei der Größe komme ich einfach nicht mehr hinterher. Was meint ihr? Würdet ihr mir helfen, ein paar Holzscheite ins Feuer zu legen? Ich wünschte, ich könnte euch etwas Spannenderes anbieten, denn ihr wirkt abenteuerlustig, aber leider benötige ich lediglich mehr Holz für die Feuer. In den Wäldern im Nordosten müsste es ein geeignetes... Gibt es geeignete Baumstämme und Zweige? Ja, da gibt es wandelnde Bäume. Na gut. Hui. Da ist die Schmiede, die ich gerade gesucht habe. Gefunden. Schöne Aussicht. Und Beliasch. Nach nur 2 Monaten in Freiheit stehen wir schon wieder unter der Knute. Ja, wir sind zwar frei, aber die Aufseherin tut alles, damit wir nichts davon haben. Die Arbeiter leiden unter ihrer schlechten Behandlung und die einen sind ausgehungert, während die anderen den Mut verloren haben. Ich habe einige Extraktionen ergattert und ein paar Münzen übrig. Extraktion? Könntet ihr das Essen an die Hungernden und Ermüdeten verteilen und mit dem Geld die Mutlosen etwas aufmuntern? Ah, okay. An da. Und nochmal. Na gut. Machen wir. Die hat einen Namen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, mit ihr mal gesprochen zu haben. Das kommt bestimmt gleich. Moment. So. Hungriger, mürrischer,
Halt! Ja, dann lauf doch weg vor mir. Kriegst halt kein Geld. Behalte ich das. Kauf mir was Schönes. Sie freut sich wenigstens. Wuhu! Happy Hooray! Da war meine Schmiede. Hab sie gesehen. Mach ich, wenn ich wieder reinkomme. Ach, ich wusste doch, dass sie irgendwo in der Nähe war. Oh, laut. Hier ist noch jemand anders, der die Bäume wegmacht. Umso besser. Ich glaube, die brauche ich erst im nächsten Durchgang. Und dann den Typi. Je weniger... Oder? Nein. Hä, das sah so aus, als wären die tot. Die sind nur spazieren gegangen und haben sich dann hingesetzt. Okay. Ups, ihr habt es dann wohl verwechselt und anders gesehen. Was wie eine Plantane hier. Wo sich die Rinde schält. Jedenfalls sieht der Baumstamm irgendwie so aus. Als soll das eine so sein oder so ähnlich. So, da habe ich einen Ast übersehen. Moment. Er sitzt da einfach so. Ey. Warte. So. So. Nicht schlecht. Es laggt so sehr, ich brauche eh nichts machen. Ich lasse einfach den Herold kämpfen, der macht das schon. Wenn ich hier irgendwie auf den Skill drücke, da passiert nichts. Was soll's? Nee. Adlertaler, maximal 510 habe ich. 30 brauche ich für ein Rüstungsteil, das ich mir erstmal so vorab eintauschen könnte, was gar nicht so schlecht war. Okay. Wow. Hey, nicht schubsen! Einheit. Teilweise, was ist noch Questgegenstand? Die Handschuhe.
Das ist alt gegen Ascherüstung, aber eine alte Version. 140er. Erkunde, also Delving. Hort des Ungeziefers, Giftgärten, glaube ich. Oder diese andere komische Idee mit dem Rattenkönig. Best. Das war ein Schatzkästchen drin und das ist nochmal Delving. Okay. Hm. Ah, das habe ich. Okay, dann brauche ich noch einen Ast. Dann gehen wir zu den Ziegen. Die sind dort. Okay. Achso, wir brauchen diese Widderhörner. Widder eher. Hm. Alles klar. Da ist natürlich. Natürlich ziehen wir die Fliegen. Was haben die für eine Range? 5000 Kilometer entfernt, die. Mann, oh Mann, oh Mann. Urgh. Lästig. Da ist eine. rennt die einfach an mir vorbei? Frechheit. Nur noch drei Ziegen. Achso, nee, macht keinen Sinn. Wir brauchen noch mehr. Abstand von diesen blöden Fliegen, von diesen Seefliegen, diese nervigen. Osch, ach da. Oh, boing. Was ich lange nicht mehr bekommen habe, ist ein Schatzkästchen. Nicht, dass ich jetzt unbedingt welche haben will, aber mich wundert, dass die kaum droppen.